Hallo und willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit den Rechten. Genau. Wichtiges Thema wird die Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen sein. Ich schieb dieses Video extra ein. Und das heißt, heute kommen zwei Videos, nur wegen dieser Scheiße, die ja gestern passiert ist, um so zu sagen. Das bringt mir alles durcheinander. Ich kann da ja nicht ewig Pause machen. Ich könnte eigentlich ein Video für Germania Politik machen, aber dafür sehe ich meine Stimme nicht in der Lage. Deswegen versuche ich das hier so ein bisschen dieses Spiel einzubetten. Genau. Für alle, die es nicht mitbekommen haben und hinterm Mond leben, der Herr Kemmerich. Thomas hieß der. Hieß der Thomas? Ich meine, der ist Thomas. Ist doch Thomas, oder? Ja, der hieß Thomas. Heißt Thomas L. Kemmerich. Aus Aachen, gebürtig. Das, ja, NRWler also. Der hat es geschafft, in Thüringen mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD wahrscheinlich, aber auf jeden Fall nicht allen von denen, Ministerpräsident von Thüringen zu werden. Als ich das gelesen habe, meine erste Reaktion war, in Gelächter auszubrechen. Eine Partei, die mit knapp 70 Stimmen Vorsprung, also nicht Vorsprung, sondern 70 Stimmen über der 5% oder war es Ministerpräsident. Das gab es noch nie. Gab seit 30 Milliarden Jahren keinen FDP-Ministerpräsidenten mehr. Ich glaube, es wurde noch keiner gewählt als FDPler, da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Es gab einmal einen kommissarischen und einmal in Baden-Württemberg, aber ich meine, der wurde nicht für die FDP ursprünglich gewählt, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Da kann ich jetzt auch lügen, da möchte ich mich nicht drauf festnageln. Jedenfalls kann man festhalten, dass es eine Sensation ist und Thüringen hatte den ersten linken Ministerpräsidenten und jetzt hat es den ersten FDP-Ministerpräsidenten. Natürlich kam direkt die Kritik aus allen Richtungen von FDPlerin Strack-Zimmermann. Ich mache das gerade übrigens alle aus dem Gedächtnis, ich habe ja nichts offen, ich versuche hierbei zu spielen. Aber wie sieht es denn hier aus? Ja, sieht ganz in Ordnung aus. Von der CDU, die hat sich einstimmig quasi dagegen ausgesprochen. Der Bundesdings hat sich dagegen ausgesprochen. Die SPD, Grüne und Linke haben sich dagegen ausgesprochen. Die Frau Henning-Welso hat dem den Blumenstrauß vor die Beine geworfen. Ja. Die aber auch gemacht, ehrlich gesagt. Und ich hätte die Wahl aber auch angenommen. Also, ne? Kann ich schon verstehen. Also, welche Chance hat Ministerpräsident zu werden? Da ich in dieser Folge nicht meine Meinung äußern werde, wie immer eigentlich, werde ich mal neutral daran gehen und einige Meinungen einfach aufzählen. Ich habe mir mal bei einigen Leuten die Meinung eingeholt und da das größte Teil, also aus den rechteren Kontakten, sage ich jetzt mal, Richtung AfD, wird das natürlich sehr positiv gesehen, sage ich jetzt mal. Der größte meiner Kontakte ist aber eher ja, mittig bis links anzusiedeln. Also da kann, ist das dann eher auf negative, ist das eher negativ angenommen worden, so. Oder um es anders zu sagen, als Schmutz, als Schmutzsieg und so weiter. Kann man sehen, wie man möchte. Kann man so sehen, kann man auch nicht so sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das, naja, eine Partei, die jetzt 5,00% hatte, die hat im Volk keinen Rückhalt, sollte also auch nicht Ministerpräsident werden. Das ist schon mal klar. Meiner Meinung nach natürlich. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Aber prinzipiell kann man sagen, dass das nicht der Wille des Volkes war, dass eine Partei mit 5% wurde. Eher noch die AfD oder die CDU, die hatten wenigstens ein paar Stimmen im Volk. Oder eben am meisten die Linken. Mit Platz 1, Herr Ramelow. Da muss man schon sagen, der hatte da den größten Anspruch drauf. Aber Herr Kemmerich wurde demokratisch gewählt. Das heißt, man muss natürlich auch den Herrn Kemmerich akzeptieren. Erstmal. Und jetzt wird sich zeigen, was sich da entwickelt in Thüringen. Ach ja. Ach, ich weiß nicht, was passiert, aber es wird lustig. Manche würden jetzt sagen, nationale Krise. Nö. Ist immer noch ein Demokrat, der sich ganz klar von AfD abtrennt.
Was auf jeden Fall ein richtiger Schritt als FDP ist, um nicht mit der AfD zu stark so assoziiert zu werden nach so einer Wahl. Natürlich verscherzt er sich damit aber auch eventuelle Mehrheiten mit der AfD. Was man jetzt so oder so sehen kann. Wie gesagt, ich äußere hier. In solchen Fällen nicht meine Meinung. Ach scheiße, die Piraten, ja, was machen die denn hier für eine Scheiße? Als rechte Partei hat man hier echt keine Chancen. Keine Chance. Unglaublich. In 34 Wochen ist Bayer in Bayer. Bayer Leverkusen. Über ins Minus und heben 20.000 ab. In dem Minus zu sein ist sehr ungünstig. Dispozinsen, Dispozinsen, Dispozinsen. Ich hätte gern abgehoben. Und zwar so 20.000. Denke ich. Das sieht doch mal ganz nett aus. Genau. Hat die Partei gewechselt. Ganz lustig, ne? Wo ich gerade schon von der Frau Hennig-Welso geredet habe. Muss sie hier natürlich aufpassen. Das ist dies aber keine Reinkarnation, oder? Die ist auch nach Niedersachsen abgewandert, aber prinzipiell dieselbe. Was haben wir denn momentan für Ministerpräsidenten? Ja, wir das mal so angucken dürfen. Hier in Berlin haben wir einen Linken, Bundestag Union, dann hier SPD, SPD, Grüne Union, SPD, Union, Linke, zweimal Linke schon. SPD, SPD, Union, Union, Linke, dreimal Linke, einmal Grüne und sonst Union und SPD. Ja, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, außer dass es dreimal die Linken gibt. Inzwischen nullmal. Danke, dass sie mir sowas Schweres auferlegen mit der Minderheitenkoalition jetzt hier der Regierung in Thüringen. Bitte löst die auf, allein bitte nur für dieses Projekt. Bitte allein nur für dieses Projekt. Sonst äußere ich meine Meinung nicht. Aber für dieses Projekt, ja gut, was soll ich machen? Soll ich denn sagen, ja gut. 62 schon niedrig. Eigentlich wären die Rechten glaube ich für Senkung eher, aber naja. Denn, wenn ich nicht. Ich muss eine Mehrheitskoalition machen, eingeben. Das geht ja aber nicht. Nur mit der FDP. Und selbst wenn ich die CDU dazu tue, nicht. Das heißt, ich werde die AfD dazu tun müssen, weil die gewählt haben. Das heißt, zu Beginn gibt es dann bei mir bald, sollte es nicht irgendwie Neuwahlen oder sowas geben, eine AfD-Koalition. Denn was anderes kann ich es recht nicht nehmen. Ja. Und das ist natürlich war völlig abwegig. Weil er sagt, er möchte nicht mit denen koalieren. Naja. Er wird ihnen auch keine Ministerposten geben. Das finde ich dann sehr konsequent. Da hat sich die AfD vielleicht was erhofft. Wahrscheinlich aber denke ich mal nicht. Hätten sie zumindest mitrechnen müssen. Das negative Bericht und dann Wähler gewinnen. Das ist auch selten. Immer wieder ganz nett. Skandal, ja, super. Doch, Althusmann. Hesse. Guck's ja wieder. 25 Wochen in Hesse. Auf der hessische Eisenbahn. Viele Heldstationen. Stuttgart, Ulm und Biberach. Sorry, Stuttgart. Meine Gesangseinlagen. Legendär. Ich würde sagen, wir machen noch die Bayern mal und dann Schluss. Ja, abschließendes Fazit zu Herrn Kemmerich. Eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung, der kann leicht abgewählt werden. Er muss sich also anstrengend abgewählt werden, sonst könnte er vielleicht der am kürzesten regierende Ministerpräsident aller Zeiten werden. Ich weiß nicht, was momentan die kürzeste Amtsdauer eines Kabinetts war. Der war ja selbst anscheinend überrascht. Vielleicht tut er so, vielleicht war er auch wirklich überrascht. Möchte ich nicht beurteilen. Ist halt eine Frage, ne? Also, wie der jetzt sein Kabinett zusammenbaut, ob der irgendwie die Union mit einbezieht oder rein FDPler-Kabinett macht. Er dürfte alles machen. Er hat ja keinen Pakt mit irgendwem geschlossen. Er dürfte mit der FDP nur machen. Ich würde aber mal sagen, für spätere Zusammenarbeit. Och, wie schade. Jetzt werde ich gelüncht. Für spätere Zusammenarbeit ist vielleicht ganz praktisch, die Union einzubeziehen. Möglicherweise. Möchte ich natürlich kein Urteil drüber bilden, aber
Es wäre vielleicht nicht doof. Damit abschließend das erste Mal Plakat, wenn wir hier wieder in Saarland, verabschiede ich mich von euch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.